So, Hallöchen Leute, wie ihr seht, sind wir nicht zu Hause. Das liegt daran, dass ich halt einfach schon zwei Parts aufgenommen habe und beim ersten ging der Ton nicht. Beim zweiten ist einfach die Videodatei total zerstört. Keine Ahnung, die ist kaputt oder so. Und auf jeden Fall in meinem Programm. Also dachte ich mir so, okay. Okay, dreh bitte nicht durch. Wir machen das einfach nochmal. Ich erkläre dann zum dritten Mal alles. Und zeigt dann nochmal die Familie oder eher die Nachfahren von Jess. Also auf jeden Fall sind wir mit Jess und Ty in der Zukunft. Und wir sind gerade bei Jess Nachfahren. Das zeige ich jetzt mal zum dritten Mal. Das ist drei Kerle und ein kleines Mädel sind, ja, stimmt, richtig. Mit einem kleinen, sehr süßen Cowboy-Hut. Die heißt Michi und er trägt sehr, sehr, sehr schicke und wunderbare Schuhe. Ist ein bisschen korpulenter und hatte so eine richtige Schmalzlocke. Und das ist Dietmar. Dietmar Curly. Die haben auch alle rote Haare, außer einer, der ist blond. Und das ist Michi. Ist sie nicht süß? Ja, sie ist echt goldig. Ja. Huhu. Das hier ist der Devil, der sehr gerne zockt. Ich möchte dich bitte sehen. Hallo, Devil. Er dreht schon voll durch. Hallo. Er ist auch sehr, sehr pretty. Und jetzt hier der geilste. Wo ist er denn da? Der Blondie mit seinem Plüschi-Puschel. Das packt ihn natürlich weg, was ihm peinlich ist. Er ist auch so ein bisschen dicker. Und heißt, wie heißt du, Junge? Warte. Du heißt Curry und Michi, was machst du da eigentlich gerade? Michi, was hast du da? Bist du gerade Auto gefahren auf? Oh Gott. Okay, ich wollte nur mal irgendwie erwähnen. Kann es sein, dass eine. Dass irgendwie, also ich weiß nicht, sind die alle drei erwachsen oder ich weiß nicht, wer da irgendwie mit wem und woher das Kind kam. Also ich habe echt keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir mit ihr dann noch in dieser komischen Wüste und haben Relikte gefunden. Ich meine, ein geheimnisvolles Fragment. Und ja, und dann haben wir noch so die richtig schönen Kristallblumen gefunden. Die kann man aufladen, indem man sie anlacht oder so oder was weiß ich. Auf jeden Fall mit irgendwelchen Gefühlen kann man sie aufladen. Tai sucht sich gerade wieder Freunde, aber kriegt es irgendwie nicht hin. Als wäre ich unsichtbar. Partygänger, ja, sorry. Auf jeden Fall hat er noch so ein bisschen dieses Robobauen, Botbauen ge gelernt. Ich bin gerade ein bisschen. Wieso laberst du eigentlich mit komischen Menschen und schlägst bei irgendwie welchen Leuten ein? Also ich habe echt keine Ahnung. Und wartet mal, wer wieder da ist. Genau, es ist meine Schwester. Und ich muss es jedes Mal erwähnen, weil ich mich sonst. Okay, man würde es eigentlich merken, weil ich dann anders rede, als wenn sie nicht da wäre. Und mit irgendeiner von denen haben wir auch irgendwie rumgemacht. Ich glaube, das war die da. Die, genau. Die hat nämlich auch mit Emmett, der da hinten sitzt, voll rumgemacht. Das konntet ihr jetzt nicht sehen. Bestimmt, wenn die jetzt rummachen, das werde ich sehr lustig finden. Weil, nämlich als ich noch gespielt habe, ohne euch halt, da hat er nämlich mit der anderen rumgemacht. Und wenn die jetzt hier auch rummachen, würde ich mal sagen, er ist voll der Player, ne? Was machen die da eigentlich gerade? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geheimes Zeug, wahrscheinlich ist das Flirten in der Zukunft oder so. Ich habe keine Ahnung. Lena, warum bist du in meinem Zimmer? Kannst du reden mit mir? Sie guckt mich einfach nur toll an und lacht. Das finde ich total unfair. Und sie kann auf jeden Fall jetzt endlich mal aufstehen, denn ich bin mit ihr in der Zukunft, weil ich erstmal was Tolles klauen kann, weil sie ja kleptomanisch ist. Und da sie ja auch. Das in der Wüste oder macht nicht Wüste, ich meine dieser Gegend da halt, ne? Bla. Zeige ich euch gleich. Moment. Ich wollte eigentlich einfach Mittagessen, nämlich irgendwie hier noch ein Sandwich. Dann gehen wir mit ihr nämlich nochmal, ja, wo waren das nochmal? Was? Da hinten irgendwo? Das ist ziemlich weit weg, ne? Genau, ich war mit ihr hier in dieser wunderbaren Welt. Die ist echt sehr schön. Was ist das? Aufgegebener Strand, da waren wir noch gar nicht. Wir waren erst in diesem anderen Bereich da. Joa, was möchte sie eigentlich so machen? Sie möchte. Nein. Essen darf sie nicht. Digi-Implosionsschau, nein. Kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. Was macht er denn jetzt? Geistergeschichte erzählen. Ja, was machst du denn eigentlich? Meine Güte, du solltest mal lieber pinkeln gehen. Genau, geh lieber pinkeln. Und wer bist du eigentlich, Fräulein? Und Lena, bitte geh aus meinem Zimmer raus. Und warum hören sie ihm alles zu? Der kopflose Reiter treibt noch bis heute in dunklen Nächten auf den Straßen sein Unwesen. Unwesen. Aber ich glaube, oh nein, es hat sich schon den nächsten gefunden. Was für eine Schlampe. Knutscht die mit dem rum? Ich glaube es nicht. Ich weiß, ihr könnt es jetzt nicht sehen, was sie im letzten Mal, letzten Mal, beim letzten Mal mit dem anderen gemacht hat, mit Emmett. Aber sie scheint voll die Schlampe zu sein. Aber mit uns wollte sie nicht, also mit Tai, ne? Tai hat sie voll abgewiesen und sie, ja, ich.
Sieze, Sieze, nein, ich sag's total immer sie und so. Und Lena, bitte geh aus meinem Zimmer raus. Sie ist dabei, Leute. Yay. Denn ich fühle mich immer sehr gestört, wenn sie da ist. Sie stört mich immer. Und es guckt sie mich stumm an. Ja, das kommt vor. So, jetzt versucht er sein Glück bei ihr. Oh mein Gott, was wollt ihr machen? Kennenlernen. Ey, du musst mir so richtig reingehen wie die anderen. Da kriegst du auch mal was ab. Obwohl du ja deine... deine Sade, ich habe fast den Namen vergessen. Der ist wieder zu Hause. Kannst du dir mal reines Weiß geben? Ich meine, jeder mag reines Weiß. Mag ja auch Lola. Lola ist ja auch reißes. Heißes Weiß. Nein, reines Weiß. Und Kompliment über Aussehen machen, verdammt. Oh, jetzt ist er gestört. Yes. Juniper Luna. Mit ihm hatten wir doch mal irgendwas zu tun. Kann das? Er hat auch so einen Flummel, Pinguin, Fichi, Holo, Tamagotchi, Teil. Ja, immer wenn ich näher komme, machen sie diese Dinger weg. Ich finde das total asozial. Vielleicht wollte ich sie ja kokett. Noch ein bisschen mehr hier, so romantisch. Oh, flirtet sie mit uns? Angeflirtet werden. Oh, oh, oh. Hier, können wir über Charakter machen. Ich kenne dich nicht, aber ich weiß auch nicht, warum ich gerade mit Leuten flirte, anstatt irgendwas anderes zu machen. Aber ich kann halt einfach, also, Magie spielen. Ich will mal ganz kurz gucken, ob es... Was macht ihr denn da? Angeflirtet werden. Ja, okay, Leute, wir haben es langsam mal kapiert. Hier, erster Kurs, fertig ist. Küsst euch. Du dumme Sau, ne? Mit in die Sterne schauen. Hier steht auch noch was mit Sadie. Mit ihr in die Sterne schauen. Mit Jessica reden. Mein Gott, wie viele Weiber willst du denn noch? Ja, natürlich. Das war eine Freundin. Obwohl, nein, ihr seid gar nicht zusammen, ne? Über etwas Banales beschweren. Ey. Hier. Erstmal entschuldigen. Anhören. Vielleicht einfach wieder flirten. Flirten wäre doch super. So, bist du jetzt endlich mal da, Fräulein? Dann könnten wir mit dir nämlich... Okay, du fliegst auf deinem Besen, anstatt... Macht's denn Spaß, Fräulein? Macht's es... Oh, hoppla, wo bin ich? Ich hoffe, es macht Spaß. Es wäre schon ziemlich nice. Dauert wohl noch ein bisschen, bis sie mal endlich da ist in der Einöde, sage ich mal. Und ihr versteht euch gut, ja? Beschwer dann. Warum beschwert ihr euch jetzt die ganze Zeit? Guck, da willst du, komm hier flirten. Wir wollen noch richtig flirten. Mein Gott, komm, jemand über Aussehen machen. Komm, du wirst uns noch verfallen. Haben wir uns eigentlich das hier erledigt? Nein, das da. Flieg mit einem Raketenrucksack umher. Ach, das müssen wir noch machen. Kokett, komm, ich möchte sie noch küssen. Ich möchte, dass sie es noch annimmt. Möchtest du nicht auch noch mit Colby anfreunden? Nein. Nein. Kissenschlacht? Nein. Dann sind wir mit einem Star entdeckt. Ja, das ist ja schön. Du bist da. Ihr flirtet schön weiter, ja? Das ist super. Ihr seid Freundin und ihr flirtet die ganze Zeit einfach nur. Alles klar. So, mal gucken, was es hier noch so gibt. Da sind auf jeden Fall andere Menschen. Und Sachen zum Sammeln, glaube ich. Was ist denn das da? Hallo, das ist... Da war was. Ich habe es gesehen. Das können wir jetzt nicht verheimlichen. Meine Güte. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal, wo die Sachen sind, wo wir das... Die geht ab, oder wie? Also, sorry, Vibe, das, also, du gehst ja richtig ab, ne? Und, so siehst du auch aus dem Gesicht, dass du voll die Rocker bist. Egal. Irgendwie können wir ihr so ein bisschen Geld geben, weil sie es irgendwie braucht. Wir können ihr nicht mehr Geld geben, das ist voll richtig behindert. Vielleicht möchte ich ihr Geld geben und ich kann es nicht. Obwohl sie da so ein Köfferchen hat, genau. Wo ist denn diese Sache, die ich, dafür brauche? Müsste eigentlich irgendwie was sein. Aber ich weiß leider nicht, wo. Da ist was. Nein, das ist dieses Schiff. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe einfach keine Ahnung. Obi-Haushalt besuchen. Nein. Irgendwo musste jetzt was sein. Kann man es irgendwie... das geheimnisvolle Fragment zusammensetzen. Genau. Das würde ich gerne ansehen, Fräulein. Mach mal. Du musst dich nicht mit Leuten anfreunden. Die sind alle egal. Du wirst sie eh nicht mehr wirklich oft sehen. Hast du es jetzt? Geheimnisvoller Schlüssel. Geschenk machen, genau. Nee, wo brauchen wir denn? Denn ich habe ehrlich gesagt echt keine einzige Ahnung, wo wir Dinge brauchen könnten. Und du könntest eigentlich mal zusehen. Ey, ich wollte gerade wieder Fräulein sagen zu ihm. Oh mein Gott, ist echt schlimm mit ihm. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Da. Genau, mach mal da irgendwas. Und mit ihr
Wo ist denn diese Sache, wo wir damit hin müssen? Irgendwie ein Fragment, aber ich weiß nicht wo. Ah, hier. Kann es von der Tür untersuchen. Und hier sind diese Kristallblumen, die Qualität lecker sind. Wahrscheinlich kann man sie auch noch essen. Hier mit Aufladen, mit Freundlichkeit, Lachen, Liebe, Wut. Das ist schon eigentlich sehr cool. Und ich finde die eigentlich ganz interessant. Die wende ich auch sehr gerne. Hier können sie dann nochmal hier was ausgraben. Und dann unverschämte Besuche macht sie ja. Bist du wenigstens mal ein bisschen schneller unterwegs? Läufst du bitte mal? Danke. Mal gucken, was er jetzt macht. Er macht das. Ne, er ist da. Okay. So. Oh nein, wir hatten gebrochenes Herz. Oh nein. Oh, wer ist das? Was ist das? Sind die behindert? Also diese Zukunftsleute sind irgendwie alle dick. Ich weiß nicht. Sorry, sorry. Oh mein Gott, ich weiß auch nicht warum. Es ist einfach so. Okay, mit meinem Schiff bauen. Und kann ich eigentlich noch irgendwas anderes Cooles machen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil ich noch keine Ahnung habe. Aber dann machen wir hier irgendwas und hier eine Nanomaschine entwerfen und eine Nanomaschine bauen und hier machen wir das da. Und du bist jetzt da, ja? Das ist super, Jess. Ich finde dich sehr dolle klasse. Mit Magie spielen können wir gerne auch gleich mal machen. Hast du untersucht? Hast du... Okay. Okay. Ente schneller, dann spielst du ganz kurz mit Magie. Ich spule ich jetzt vor, weil wir es eigentlich nicht sehen müssen, wie sie es einfach erntet oder so. Es ist voll egal. Ist auch langweilig, muss ich ehrlich gestehen. Ja, Kristallblume, kennt alle Schaltbilder. Handwerkbot haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Stell mal her. Alter, es ist dunkel hier. Oh, die leuchten so schön. Das finde ich voll toll. Yay, Fähigkeit 4. Yay. Vielleicht braucht man einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Der unheilverkündende Vollmond beginnt seinen geheimnisvollen Aufstieg in den Nachthimmel. Yay, Thais ist gelungen, einen Handwerkbot irgendwas da zu machen. Zen, hör auf jetzt bitte, ich möchte nicht, dass du alle erntest. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Oder wollte ich das? Habe ich es ausgesucht? Weiß ich gerade gar nicht genau. Auf jeden Fall möchte ich mal wieder eine Stuntshow machen. Nein. In die Gegenwart reisen, das machen wir irgendwann bald. So, ja, würde ich schon sagen. Kriegen wir irgendwie auf die Reihe? Haben wir hier nicht noch irgendwie Gespräche? Nee. Bitte ein bisschen schneller graben, ein bisschen schneller, Fräulein. Ein bisschen noch. Fragment 2. Also diese Fragment hat eine Nanomaschine von Typ Heisenberg. Was ist denn? Es ist bestimmt voll die Anspielung und ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Wie uncool. Überleben jemand. Was kann man denn jetzt hier noch so machen? Das ist nämlich gerade die Frage. Weil ich nicht so genau weiß, was er jetzt hier machen könnte. Hier könnte er hinterlassen einen Park besuchen. Oder... Nein, da kann man nur Sachen kaufen. Will ich eigentlich auch gar nicht. Kann man denn Spitzentechnologie... Du kannst irgendwas mit deinem Ding hier machen. Oder... Ja, und dann kannst du ein bisschen rumfliegen und dann ein bisschen mit deiner Holoscheibe machen. Du hast zwei von den Dingern irgendwie. Und Lore aufbeschwören. Lore reinigen. Lore füttern. Mit Heisenberg. Und ja. So. Schön, das hast du mit Magie gespielt. Freu dich. Und jetzt bitte diese geheimnisvolle Tür öffne mit dem geheimnisvollen Schlüssel. Yay, yeah, wenigstens habt ihr jetzt nicht das ganze Langweilige mitgenommen. Ja, mitgenommen. Denn es war eigentlich gar nicht so spannend, die Folgen. Und es waren zwei Folgen, ja? In denen wir eigentlich genau das hier gemacht haben. Glückwunsch, Tayat, für die Fähigkeit Spitzentechnologie, so im Spellalop. Die Interaktion Raketenrucksack Kuss geben und mit anderen umherfliegen. Am Kötenrucksack. Lebensmittelqualität am Lebensmittelgenerator. Okay. Treppe nehmen. Also, das ist... Ach so, das ist hier so ein Dungeon, oder wie? Alles klar. Oh ja, das scheint ein Dungeon zu sein. Aber ich kenne mich mit denen eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so wirklich aus. Keine Ahnung. Wohin gehen wir denn jetzt? Jess, mach mal irgendwas. Ich weiß nicht, wo man hin kann. Hier hingehen. Du musst keinen Apfel haben. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Okay. Deswegen müssen wir irgendwo anders hin. Ich habe echt ehrlich keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Zu einem Zauberduell. Dahin setzen können wir uns ja irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Doch, können wir auch. Was ist denn los mit ihr? Ich bin im Besitz des Schlüssels. Yay! Beruhigende Szenerie. Achso, okay.
Und jetzt, wir sitzen hier rum und betrachten vielleicht. Ja, das habe ich vorher gar nicht gesehen. Ich ehrlich gesagt auch keine Ahnung, was das alles sein soll. Ich bin so doof, ich weiß es nicht. Ein schnuckeliges Bild, ich weiß, es ist richtig schnuckelig. Wie lange willst du es eigentlich noch betrachten? Ich finde es auch sehr toll. Du kannst meinetwegen mal gerne einen Apfel essen. Wie lange möchtest du es eigentlich angucken? Was müssen wir eigentlich machen? Ich habe keine Ahnung. Fasslicht einstellen, alle Lichter. Betrachten, was sollen wir tun? I don't know. Verdammte Scheiße, ich... Vielleicht jetzt hinsetzen mit dem Schwarzlicht, wo sie aussieht wie Nutella. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was man hier machen muss. Ich habe so keine Ahnung. Ausschalten, alle Lichter. Und ausschalten, alle Lichter. Ja, ich habe, keine Ahnung, was man hier tun soll. Das fängt sehr schön an. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, was man hier macht. Ach, hier hingehen kann man jetzt. Das ist sehr schön. Hat sie eigentlich jetzt noch viel Hunger? Es geht. Es geht, okay. Sie stinkt nur einfach ein bisschen. Das ist nämlich das Problem. Zu Gemeindezentrum fahren auch. Mach doch, was du willst, mein Lieber. Mach doch, was du willst. So. Dann hier einmal sammeln, was auch immer das ist. So eine Pyramide, glaube ich. Super, Jess. Super. Und irgendwie haben wir kaum. Musik, wollte ich sagen. Ey, das sieht natürlich richtig episch aus mit dem Licht. Einschalten. Egal. Jetzt bitte einmal hier hingehen und dann sammeln wir das da und sammeln wir das da. War es das eigentlich schon? Mehr gibt es hier gar nicht. Das war es schon. Aber wir kriegen so einen Fischi-Fisch. Yay, ich möchte auch so einen Fischi-Fisch haben. Fischi-Fisch, das sind toll. Du warst nicht stimm genug, um diese Pflicht zu erfüllen. Was? Was? Ich wollte nur mit einem Raketenflugzeug. Ich fliege mit einem Raketenrucksack umher. Ja, das mache ich doch gleich. Das mache ich gleich. Ein Plumber tunen. Drei Merkmalchips bauen. Ja. Den kannst du gerne jetzt tunen. Tune ihn mal, vielleicht begrüßen und dann irgendwas anderes machen. Obwohl er gerade voll Hunger hat. Und was machst du jetzt noch hier unten? Kann man hier unten noch irgendwas machen? Ich glaube, das war schon sogar schon. Was haben wir denn jetzt alles im Inventar? Wartet, was? Lama. Aktivieren. Was ist denn das? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das ist, ne? Einfach mal aktivieren, ja. Oh, guck mal, es ist wunderschön. Oh. An der Projektionstäfelung ist jetzt eine neue Szene aus diesem Sphere verfügbar. Was? Einlösen für Geldtasche. Emma reinigen. Was war mit Wutbündeln? Habe ich gerade irgendwie nicht ganz gelesen. Kannst einlösen für Geld. Ich habe Geld bekommen. Ach, ja. Kann man hier jetzt eigentlich... Moment mal. Ich möchte hier was an die Wand taggen. Geht das nicht? Ey, doch, es geht. Das können sie echt machen. Wie geil ist das denn? Komm, wir machen hier so ein paar böse Sachen an die Wand. Oh, was macht das echt, ne? Warum hört er denn auf mich? Das meine ich doch nicht ernst. Schreibt mal irgendwie hin, Jess war hier oder so. So richtig fett. Damit es jeder sieht. So muss das nämlich sein, meine Güte. Ach ja, Jess ist schon so eine, ne? So, Teller nehmen, mach mal. Genau, mach mal. Es fordert Zeit und Geduld. Technologie, Technologie, Technologie. Was nicht schlimm genug? Aha. So, Jess, ich finde, wir sollten jetzt aber noch eins machen. Komm, noch eins machen wir. Noch eins, noch eins, noch eins. Nämlich Bodengemälde. Mittleres Gemälde. Ja, mach mal hier richtig fett hin. Und, ja, dann. Ich mache immer auf, später oder so, ne? Ich, finde, da steht. Das ist ein Smiley, das ist die Nase oder so. Männchen, da ein anderes Männchen umarmt. Also sie hat echt Talent, sie kann das richtig gut. Bodengemälde anfertigen. Komm, Bodengemälde, es ist ein Bodengemälde. Oh. Okay, mal gucken, was er jetzt macht. Er frisst. Dann sollte er sich eigentlich mal fertig machen. Pinkeln gehen und... Oh, da hat keine abgezogen. Okay, das ist echt widerlich, wenn er keine abzieht. Aber tja, da kann ich jetzt auch nichts für. Du musst jetzt so, ja, aufs Klo gehen, ne? Von fremden Träumen. Das Leben im wachen Zustand kann äußerst stressig sein. Okay. Okay, was ist hier dieser fette, ich meine freche Plumbot? Der zapft da erstmal was ab. Ich glaube es nicht.
Nee, obwohl, da könnte man wieder hier was als Eingangstür festlegen. Hallo, was wollt ihr von mir? Merkmalchips anpassen. Kann mir da ein bisschen was klauen. Sie wird gleich nach Hause gehen. Ich meine, nicht nach Hause, sondern... Ach, das sieht so schön aus. Das machst du richtig toll, Jess. Ach ja. Dann suche ich jetzt mal einen schönen Ort für dich, wo du was klauen kannst. Ah, habe ich schon mal gesagt, dass ich dich liebe? Nein? Okay, ich liebe dich. Hier, ein paar Autos. Kann sie hier eigentlich was... Kann sie nicht was mitgehen lassen? Eigentlich muss das doch gehen. Ich meine, ist doch egal, ob wir in der Zukunft sind oder nicht. Also ich möchte, dass sie was mitnimmt. Noch ein... Drei Bodengemälden. Ja, Gemälden. ein Objekt kaufen. Ach, der hat gar nichts mehr. Okay, schon gut. Okay, das Leben ist einfacher, wenn Gruppen gemeinsame Werte teilen. Yay! Rebellen sind intellektuell angehauchte Sims, die den Status irgendwas in Frage stellen. Super, ich mache es immer nie, weil ich das eigentlich gar nicht brauche. Bitte laufen. Und er... Express putzen. Moment, halt, stopp. Raketen, Rucksack, fliegen. Gemeinschaftsgrundstück, fliegen. Ich meinte eigentlich nach Hause. Ach, egal, dann gehen wir ganz kurz hier hin, ja. Und dann, das ist eigentlich voll cool damit. Flieg mal, ich will dich sehen. Ich will dich sehen damit. Hallo, ich wollte... Mann! Dann komm mal hier hin. Du kannst gleich, du... Oh, was ist das denn? Hunger gestillt. Tai hat generierte Nahrung zu sich genommen, die sowohl köstlich als auch ungewöhnlich sättigend war. Er wird lange keinen Hunger mehr verspüren. Ey, das ist ja voll geil. Und jetzt bitte hierhin fliegen. Flieg! Flieg! Wo ist er hin? Oh, das hat's gebracht. Das kann natürlich richtig gut. Ich bin noch mit einem Raketenrucksack umhergeflogen. Hierhin. Ach, mach doch, was du willst. Was du willst, mein Gott. So, bist du bald mal da, Fräulein? Ich möchte nämlich auch, dass du bald schläfst. Wenn wir zurück in die Dings können, in die Gegenwart. Obwohl es dann hier die Vergangenheit ist, aber es ist trotzdem die Gegenwart. Und ich beende dann den Part, wenn ich was geklaut habe mit ihr. Genau hier, Fräulein, hier, halt, stopp. Ah, genau. Ich kann nichts mitgehen lassen. Jess, wo sind deine Kräfte hin? Kannst du nichts klauen? Aber es ist doch... Jess, es ist... Ich meine, also... komm schon. Und dann geh nach Hause. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Alter. Express putzen. Ja, mach mal. Ich will das mal sehen. Ach so, das. Ich finde das sehr lustig, wie sie einfach, wenn sie... Das ist ehrlich gesagt total behindert. Da kommen einfach so blaue Punkte raus. Kreise und die machen einen sauber. Und die sitzen da, die stehen da angezogen und machen so, ach ja, macht mich sauber. Ja, danke. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktioniert. Und er ist so ein bisschen müde, kann das sein? Also vielleicht solltest du auch mal schlafen gehen, mein Lieber. Ja, geh mal lieber schlafen. Und dann würde ich sagen, wir gucken mal ganz kurz, ob Jess hier irgendwas klauen kann. Hallo, ich dachte, du gehst jetzt nach Hause. Ich dachte, sie geht nach Hause. Ach, was ist? Nee. Ah, Fräulein. Kannst du hier was klauen? Nein, sie kann hier einfach nichts klauen. Ich glaube es nicht. Aber es geht ja auch nach unten. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber es sind nur die Toiletten, ne? Ja. Badezimmer alles in einem einmal verwenden. Ja. Okay, Leute, würde ich mal sagen, ich mache weiter, wenn ich wieder in der Gegenwart bin. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit diesem Projekt. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, immer schön dranbleiben. Und ja, eure Ideen einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde mich freuen und. Ja, bye.